Wir haben uns entschieden, als Sonderpreis eben diese 11 Fahrräder von Maibu zu verlosen und finden, dass wir damit wirklich den perfekt passenden Preis gefunden haben, weil die halt zum einen schick und individuell sind und auf der anderen Seite aber eben auch nachhaltig und fair produziert werden. Und damit schließt sich dann ja quasi der Kreis. Ich bin Mareike Kalke, ich arbeite beim Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein im Bereich Kommunikation und gesellschaftliches Engagement. In diesem Bereich vergeben wir alle landesweiten Fördergelder der Sparkassen an alle großen Projekte aus dem Bereich Gesellschaft. Unser großer Vorteil: Rahmen in Ghana und die komplette Montage erfolgt hier bei uns in Kiel, wo wir uns gerade befinden. Und der oder die Gewinnerin bekommt quasi einen Gutschein, ein Bambusfahrrad im Wert von, und kann sich dann wirklich nach ihren Bedürfnissen das Fahrrad selber konfigurieren. Moin Moin aus Kiel, ich bin Felix von Maibu und wir bauen hier in Kiel und in Ghana Bambusfahrräder. Wir nutzen wirklich wild gewachsenen Bambus, um daraus Fahrradrahmen zu bauen. Der Bambus wächst in Ghana. Und das ist eigentlich das wirklich Spannende. Also zum einen, für die meisten Leute ist natürlich erstmal das Offensichtliche das Spannende, dass wir einen nachwachsenden Rohstoff nutzen, um daraus einen Fahrradrahmen zu bauen. Für uns ist es tatsächlich noch spannender, wo wir diesen Rahmen fertigen. Grundsätzlich könnte man Bambus als natürlichen Faserverbundstoff beschreiben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Bambus ähnlich stabil wie Stahl, komfortabel wie Stahl, das ist so sein Vorteil. Er hat eine natürliche Dämpfung, ist aber verwindungssteifer, also ist da auch eher wie Aluminium. Dadurch auch vor allem, dass wir einen relativ großen Durchmesser nutzen. Die Verbindungsstücke bestehen aus einem Hanf-Harz gemischt. Dadurch haben wir einen verbindungssteifen, leichten Rahmen, der trotzdem extrem stabil ist und trotzdem sich komfortabel fährt. So könnte man es, glaube ich, beschreiben. Also finde ich ein sehr spannendes Fahrgefühl. Also wir haben ganz viele klassische City-Trekking-Räder in verschiedensten Varianten, angefangen mit einer klassischen Kettenschaltung, über eine Nabenschaltung, bisschen, ich glaube, hier haben wir sogar eine Roloff jetzt drin für ein Reiserad. Das zum einen, wir haben aber auch sportliche Räder Richtung Fitnessbikes, Rennräder, Mountainbikes mit klassischen Rennrad- oder Mountainbike-Geometrien. Und es gibt E-Bikes in verschiedensten Varianten. Unser Partner ist dort ein kleines soziales Projekt, in dem es eigentlich immer spendenfinanziert war und in dem es darum ging, die Jugendarbeitslosigkeit vor Ort, speziell in dieser Region, zu bekämpfen. Vorrangig werden Bildungsprojekte finanziert. Alle dort erzielten Erlöse fließen in Bildungsprojekte. Als wir angefangen sind, waren das kleinere Projekte, wurden im Einzelnen Schulstipendien vergeben, Bibliotheken wurden ausgestattet und das ist wirklich über die Jahre gewachsen. 2016 wurde ein Grundstück gekauft, dann hat es 3 Jahre gedauert und Herbst 2019 oder Schuljahresbeginn 2019 konnten wir die Yonsu Project Model School eröffnen. Die Idee war zu sagen, wenn schon so ein hochwertiger, toller Preis verlost wird, macht es eigentlich Sinn, eine Art Gutschein zu verlosen. Das sind dann 11 Gutscheine im Wert von jeweils 2.149 Euro. Damit bekommt man unseren Klassiker eigentlich, das sind entweder als Kettenschaltungsmodell oder als Nabenschaltungsmodell, Maitano oder Maiafram, als Herren-, als Damenvariante für Leute ab 1,60 oder für Leute über 2 Meter. Also wirklich jeder, der so ein Rad gewinnt, kann damit auch was anfangen. Das glaube ich toll. Also wir unterstützen schon seit vielen Jahren jetzt Projekte aus dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, weil wir es wichtig finden, uns für diesen Bereich zu engagieren und weil wir es wichtig finden, dass Projekte und Themen aus diesen Bereichen Rückenwind aus der Gesellschaft und von großen Institutionen in Schleswig-Holstein bekommen. Und deswegen fördern wir hier landesweite Projekte, unter anderem jetzt dann auch die Fahrradkampagne. Ja, man muss sich natürlich für die App registrieren, genau, und Radfahren und eben auch ein bestimmtes Ziel erreichen. Und dann werden diese Fahrräder aber unter allen Teilnehmern, die mitmachen und eben dieses Ziel erreicht haben, verlost.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann alle in Schleswig-Holstein motivieren, mitzumachen und teilzunehmen, weil man so ganz unkompliziert was für den Klimaschutz tun kann oder eben eins dieser schicken Fahrräder gewinnen kann. Genau, ich glaube, Mareike hat alles gesagt. Ich würde einfach sagen, fahrt mehr Fahrrad und profitiert zusätzlich auch noch von der Kampagne und viel Glück beim Gewinnspielen. Viel Spaß mit dem Bambusfahrrad dann.